Aber so ist der Sport nun mal. Und damit kommen wir zur letzten Disziplin der Hundesjugendspiele. Und die heißt Elfmeterschießen. Die Aufgabe, den Ball ins Tor stupsen. Es zählt jeder Treffer und bei Gleichstand entscheidet die Zeit. Das Runde muss ins Eckige. Eine Fußballweisheit, die fast jeder kennt. Nur Hunde nicht. Ava und Blue sind unsere Kandidaten, die uns heute beweisen möchten, dass man ein Tor nicht nur mit dem Fuß erzielen kann, sondern eben auch mit der Nase. Blue wird beginnen. Und zwar gemeinsam mit Besitzerin Conny. Blue ist ein Australian Shepherd, 28 Wochen alt und immer motiviert. Blue liebt Sport. Wir haben das ausprobiert mit ein bisschen Bällchen, mit ein bisschen Frisbee. Und ich würde ganz gerne ausprobieren, ob da noch Dinge bei sind, die ich selber noch nicht kenne. Wie zum Beispiel diese Ballsportart, die André für die beiden ausgesucht hat. Eure Disziplin lautet Elfmeterschießen. Ach du Schande, Blue. Frieda, bist du bereit? Dann push. Jawohl. Und push. Push, push. Und jawohl. Tor. Im ersten Schritt geht es zunächst mal darum, dem Hund das Stupsen beizubringen. Dafür braucht ihr ein paar Utensilien. Einmal hier so einen kleinen Reifen als Beispiel und so einen Deckel als Unterlage für die Leckerchen. Denn im allerersten Schritt ist es total einfach für den Hund. Ich lege einfach ein paar Leckerchen auf diesen Deckel mit, sagt Frieda, okay. Und der Hund darf fressen. Ganz tolle Übung für den Hund. Das macht ihr zwei, dreimal. So, wenn der Hund sich da ein paar Mal belohnt hat, nehmen wir den Ball dazu. Das heißt, ich zeige der Frieda wieder, ich lege hier ein Leckerchen hin, du musst warten, jetzt lege ich das dahin, sag okay. Und zack, passiert Folgendes, der Hund holt sich das Leckerchen, stupst das erste Mal und ich belohne dann noch ein zweites Mal, weil ich ja hinterher von dem Futter unter dem Ball weg will. Die Aufgabe ist, glaube ich, doch eine Herausforderung. Und das zeigt sich schon in Woche 1, denn da geht es Blue nur ums Futter. In Woche 2 muss er dann das Ballgefühl entwickeln und erst in Woche 3 landet das Runde auch im Eckigen. Also wir werden die Hundesjugendspiele gewinnen, weil wir mit Spaß und Freude an die Aufgabe herangehen. Ja, Conny, Fußball, ist es deine Sportart? Also nicht wirklich. Nicht wirklich, macht aber auch gar nichts, denn der Blue muss ja die Tore schießen. Wie ist es denn beim Training gelaufen? Anfangs war natürlich schwierig, erstmal ihm das Stupsen beizubringen. Dann ließ die Motivation ein bisschen nach. Also, wir geben heute unser Bestes. Das glaube ich. Es ist am Ende ja auch vielleicht ein bisschen tagesformabhängig. Ja. Jetzt ist natürlich noch wichtig, dass wir auch eure Kontrahenten vorstellen. Und das sind Milla und Ava. Und das ist das jüngste Frauchen des Tages. Milla ist erst 12 Jahre alt. Ihre Border Collie-Hündin Ava ist 24 Wochen. Avas großer Pluspunkt, ihre Intelligenz. Die Stärken von der Ava sind, dass sie sehr, sehr schnell lernt und immer aufgeschlossen ist. Ob das auch fürs Elfmeterschießen gilt? Im finalen Schritt legen wir den Ball ganz knapp vors Tor. Also bei Elfmeter fangt ihr noch nicht an. Jetzt geht es erstmal dem Hund klar zu machen, was soll er genau machen, nämlich ein gezieltes Stupsen. Ich stelle mich hinter den Ball quasi ins Tor. Hund ist bereit, Frieda, und push. Jawohl, und wir haben natürlich ein Tor erzielt. Das wiederhole ich jetzt ein paar Mal und werde dann Stück für Stück meinen Abstand vergrößern, bis wir dann irgendwann auf dem Elfmeterpunkt sind und dann hoffentlich viele Tore schießen. Dafür muss Ava in Woche 1 aber erstmal den Ball positiv verknüpfen. In Woche 2 gibt es die erste Kontaktaufnahme mit der Pille, bevor ab Woche 3 das Ding versenkt wird. Ich glaube, das Elfmeterschießen wird eine Herausforderung, aber eine, die wir schaffen. Zwei Hütehunde sind ja eigentlich wie geschaffen für diese Herausforderung. Ja, Milla, wie ist denn das Training mit Ava so gelaufen? Den Ball hat sie schon am Anfang immer gut getroffen. Nur das Tor zu treffen war eine kleine Herausforderung. Genau. Ihr geht bitte an den Start. Blue wird den ersten Elfmeter schießen, kann man ja nicht sagen. Stupsen. Das Duell kann beginnen. Border Collie gegen Aussie. Jung gegen erfahren. Conny, dein erster Elfmeter, 30 Sekunden Zeit. Ich gebe dir das Signal. Bereit? Ja. Auf die Pfoten, fertig, los. Stups. So. Blue legt los wie Ronaldo am Elferpunkt und treibt den Ball nach vorne. Aber Vorsicht, sonst driftet das Ding weg. Gut korrigiert. Stups. Ja, ja, ja. Super. Und noch einmal Konzentration. Die Richtung finden und dann macht die Pille rein, Blue. Stopp.
Großartig, sehr, sehr schön. Super gemacht. 1:0 für Blue. Das war ein toller Start. Und jetzt ist Ava an der Reihe. Du bist bereit? Ja. Okay, dann heißt es auch für Ava, auf die Pfoten, fertig und los. Ava, lauf. Aber was ist da los? Da läuft sie am Ball vorbei. Und jetzt? Ja, das ist das Tor hier. Und los geht's. Sehr gut. Jetzt hat Ava die Richtung gefunden. Aber sie stoppt schon wieder. Da duftet es nach Futter. Ava. Kurz sammeln, viel Zeit ist nicht mehr auf der Uhr. Denn innerhalb von 30 Sekunden muss der Ball im Tor sein. Oh, das wird knapp. 3, 2, 1 und noch ein Tor in letzter Sekunde. Ja, da hatten wir ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, aber jetzt am Ende habe ich gesehen, da war sie drin. Lässt hoffen gleich für deinen zweiten Elfmeter. Das war ein gültiges Tor. Das heißt, der nächste Elfmeter wird die Entscheidung bringen. Jetzt geht es nicht nur darum, den Ball zu verwandeln, sondern auch, wie schnell verwandelt ihr ihn. Der, der es am schnellsten schafft, landet im großen Finale. Also entweder Ava oder Blue. Auf die Pfoten, fertig, los. Blue legt wieder als Erster los. Und diesmal stimmt auch die Richtung. Nein, da stoppt er ab. Und die falsche Richtung. Ja, nochmal. Jawohl. Das war der schnellste und beste Elfmeter bis jetzt. Ja. 15 Sekunden. Wir nähern uns der Entscheidung, der alles entscheidende Ava für Ava. Du bist bereit? Ja. Auf die Pfoten, fertig, los. Ava, diesmal legt Ava direkt los. Mit zwei kräftigen Stößen stürmt sie aufs Tor. Jetzt nur nicht abdriften. Du kannst es noch schaffen. Ja. Nach schwachem ersten Stoß hat Ava hier gezeigt, was sie kann und ist damit in der Runde der besten 5. Knappes Rennen. Am Ende hast du knapp gewonnen und du bist mit Ava später im großen Finale. Herzlichen Glückwunsch. Ja, fein. Gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns sehr, dass wir im Finale sind und sind auch sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und damit geht's zum Rückwärtslaufen. Die Sieger der 5 Disziplinen treten im großen Finale gegeneinander an. Worum es genau geht, wissen die Endteilnehmer aber noch nicht. Ihr habt die Chance, das heute zu gewinnen. Es geht ums Rückwärtslaufen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, und zwar vor allen Dingen, den Hund gerade zu halten. Wir haben ja hier unsere Bahnen, darin sollte es sich abspielen. Und der Hund, der am schnellsten 10 Meter Distanz überwunden hat, der ist unser großer Gewinner heute. 5 Finalisten, 5 Startbahnen. Mit dabei Jona, der Zwergpudel hat beim Kniebeugen abgesahnt. Daneben Nala, Siegerin beim Abräumen. Ich hoffe, auch im Finale kann Nala noch mal zeigen, was in ihr steckt. Und noch mal hochkonzentriert an die letzte Runde rangehen. So wie Jan und seine Stangenläuferin Peludin. Die große Herausforderung ist, dass sie in ihrer Bahn bleibt und ja klar, erstmal überhaupt versteht, was ich von ihr will, dass sie zurückläuft. Miller ist mit 12 Jahren die jüngste Teilnehmerin und Ava, wie beim Elfmeterschuss gesehen, absolut cool. Larissa dagegen hat es beim zweiten Anlauf ins Finale geschafft. Ihre Malu hat beim Skateboarden gewonnen. Na dann, Hals und Bein. Okay, macht euch fertig. Auf die Pfoten, fertig und los. Ein guter Start von Nala und Ava. Peludin hat etwas verschlafen. Boah, geht das schnell. Nala hat für mich hier vorne auf der Bahn 2 die Nase vorne. Aber hinten kommt Ava. Wow, der war vorher schon durch. Glückwunsch. Erster Platz, zweiter Platz, die Nala. Weiter geht's. Komm, Jan, gib doch mal alles. Genau, schnell sortieren. Malu und Juna tun sich nämlich schwer. Ja. Jawohl, Glückwunsch. Dritter Platz für Peludin. Und Malu kommt auch noch ins Ziel. Perfekt. Sehr schön. Und auch noch durchs Ziel. Wunderbar. Klasse. Ein unglaubliches Rennen. Das schauen wir uns noch mal in der Zeitlupe an. Fantastisch. Ava heißt die Siegerin. Ey, die Ava, super Lauf. Gratuliere. Glückwunsch, du hast gewonnen. Freust du dich? Ja, wir sind sehr stolz. Super, klasse. Und damit kommen wir zum großen Moment, zur Siegerehrung bei den Hundesjugendspielen.
Zuallererst, ihr habt das heute alle ganz fantastisch gemacht. In der ersten Disziplin war es das Umrunden, was meiner Meinung nach wirklich sensationell funktioniert hat. Eine extreme Weite, eine ganz tolle Leistung. Peludin und Jan, ein toller dritter Platz. Ihr dürft schon mal aufs Podium. Peludin hat zweimal überzeugt. Beim Umrunden und beim Rückwärtslaufen. Mit ganz viel Ruhe und Überlegenheit. Der bronzene Kauknochen ist der verdiente Lohn. Treppenplatz, ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig. Bin sehr stolz auf Sie. Kommen wir zum zweiten Platz. Auch eine tolle Leistung in der ersten Disziplin, nämlich Aufräumen. Und im Finale wirklich nur ganz, ganz knapp geschlagen. Herzlichen Glückwunsch, Claudia und Nala. Auf der Tartanbahn war die Wischler-Hündin in ihrem Element. Die Belohnung, der silberne Kauknochen. Herzlichen Glückwunsch. Nala ist wirklich nur ein, zwei Sekunden zu spät durchs Ziel gelaufen. Aber wir sind trotzdem super happy, dass wir überhaupt einen Platz auf dem Podium erreicht haben. Dann kommen wir zum großen Sieger des heutigen Tages. Herzlichen Glückwunsch, Ava und Miller. Ihr habt den ersten Platz belegt. Geh schon mal aufs Podium. So, das ist die Goldmedaille. Ja, ist besser so. So, schau mal. Herzlichen Glückwunsch. Ava heißt die Siegerin. Dafür gibt's neben Applaus auch Blumen und Küsschen vom Gegner. Ich bin ja stolz, dass wir gewonnen haben. Und das Training hat sich sehr ausgezahlt. Und das war sie auch schon, die zweite Ausgabe der Hundesjugendspiele. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Ausgabe der Hundesjugendspiele. Bis dahin trainiert fleißig mit euren Hunden. Und auch ich verabschiede mich vom Kommentatorenplatz mit den schönsten Bildern dieses einzigartigen Events. Tschüss aus Wülfrath. Bis zum nächsten Mal.